fröhlichen Donnerstag wünsche ich euch, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, der gute Flo kann heute nicht. Dafür bin ich da. Der böse Ulf, Flo's verlorener Zwillingsbruder. Diese Folge moderiere ich. Und ich zeige euch wahren Schrecken. Hey, was ist das? Sieht ja aus wie in meinem Arsch. Nicht, dass ich wüsste, wie es in meinem Arsch aussieht. What the fuck? Hi. Da, du komm mal raus da. What the? Oh yeah. Unter meinen Stiefeln werde ich sie alle zerquetschen. All diese Unwürdigen. Wird bestimmt gleich wieder ein Höllenritter kommen. Auf die Knie vor deinem Meister. Ach, Leute, sorry. Ja, mit dieser Stimme zu sprechen, das ist ja abartig. Ach, verdammt, die Automap war das wieder. Oh Gott, hab ich's im Hals. Boah. So. Also, ich wünsche euch mal einen schönen Donnerstag. Ich hoffe, die Woche wird ruhig bei euch ausklingen, so rum. Waffenpunkt. Dämonische Bedrohung reduziert um 75%. Okay. Es sind aber immer noch zwei Felder, die ich machen kann. Ah, endlich, blau. Blau, blau, blau blutet der NC, ja. Oh. Schade, dass man keine Double Glory Kills machen kann. Also wenn zwei Stück nebeneinander stehen. Unfalltot, okay. Aber Moment, wenn seit 281 Tagen keine. Ich liebe es, meine Faust irgendwo reinzustecken. Oh, Moment, das klingt wieder falsch. So, der Höllenritter, den habt ihr euch ja noch nicht durchgelesen. So. So wie es aussieht, haben sich manche auch gewehrt. Was für Verstümmelung? Wieso soll ich was ausfüllen, was mit meinem Unfalltod zu tun hat? Ach Gott, Leute, da fällt mir gerade eine Story ein, die ich euch mal erzähle. Ich habe mich mal während des Unterrichts, das war in der 8. Klasse, verletzt. Wir haben Quatsch gemacht, wir haben Papierkügelchen rumgeballert, war Sommer gewesen, es war ein sehr kleiner Raum. Und wir haben halt, Quatsch gemacht, wir haben die Papierkugeln rumgeballert. Und ich wollte eine Kugel aufheben und zurückwerfen und hab mich halt geduckt. Und in dem Moment macht hinter mir einer das Fenster auf, weil es ihm zu warm war. Ich stehe auf und schlag mir den Kopf voll am Fensterrahmen an. So, hab ich mir natürlich den Hinterkopf ein bisschen aufgehauen. Passiert ja mal. So, leider hat es ein bisschen geblutet.
Und was macht man, wenn man blutet in der Schule? Man geht mal zum Doktor. Man geht zum, zum Sani. Zum Schulsani. Leider war der Schulsani nicht da und unser Rektor hat mich halt gesehen. Total Panik bekommen. Es war nur eine oberflächliche Wunde. Total Panik bekommen, oh Gott. Die können uns jetzt anzeigen, der kann jetzt das machen. Also dem war weniger wichtig, dass ich versorgt werde, dem war es wichtiger, dass ich, wie soll ich sagen, dass er oder beziehungsweise der Schule nichts passieren kann. Ha. Okay. Also hat er mich erst, bevor er mir geholfen hat, was unterschreiben lassen, dass die Schule im Falle von bleibenden Verletzungen und oder Tod, das war die Formulierung, und oder Tod, nicht strafbar gemacht werden kann. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich drück einfach mal auf den Knopf. Weil ich's kann. Knöpfe drücken ist cool. Oh yeah. Moment, ich komme da mal hoch. Wir regeln das jetzt wie Männer. Komm schon. Schau mich an. Ah, Bastard. Moment. Ich bin gerade bei dir. So, was für eine Scheiße wirfst du da nach mir? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Alter, geil. Alter! Ich glaube, das war das erste Mal, dass so ein Bastard mich erwischt hat. Wow, zwei! So viele neue Spielkameraden. Plasma! Freunde für immer, komm, lass es uns mit deinem Blut besiedeln. Komm her! War es das schon? Die Kerntemperatur ist jetzt stabil. Oh. Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Ich ahne Furchtbares. Komm mal her. Ahne Furchtbares, Leute. Ich frag mich, wie menschlich Olivia noch ist. Oder ob sie im Laufe der Story zu einem Dämon wird. Ah, Mann. Autorisierung: Olivia Pierce, Alpha 4.
02. Wieso sind Psychopathen eigentlich immer an oberster, obersten Rangordnung? Ich hab mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Argent Tower umgeleitet. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Das ist klar, es ballert durch! Du hättest sie sowieso niemals retten können. Oh, Schlambert. Ich werd's dir richtig besorgen mit einer Schrotflinte. Im Maul. Eine Ladung nach der anderen wird da reingeballert. Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken. Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. Wer baut so ein Sicherheitssystem? Das macht keinen Sinn. Ich muss unbedingt mit dem Architekten sprechen. Olivia Pierce, die Anführerin des UAC-Kults, versucht, ein Tor in ihre Dimension zu öffnen. Sie will das Ende der Welt heraufbeschwören. Wir sind auf dem Mars. Eine weitere verlorene Seele, die unter der Macht der Hölle steht. Olivia hat den Argent Tower überladen und nutzt ihn, um sich in die Hölle zu bohren, sodass die Mächte der Hölle in diese Welt dringen können. Das ist der Mars, das ist mir doch scheißegal. Du musst den Argent Tower abschalten, bevor er in ihre Welt vordringt. Und dazu musst du die Energiefilter abschalten, die sich überall im Oberflächenkomplex befinden. Ich wiederhole es nochmal, das ist der Mars, der kann doch rumlaufen und rumfleuchen, was will. Naja. Der Anfang vom Ende. Oh, das klingt schon vielversprechend. Aber bevor wir zum Ende kommen, werden wir erst... Den Turm, um einen Zugang zu deren Welt zu öffnen. Du kannst das verhindern, indem du die Ansaugfilter des Turms deaktivierst. So, also bevor wir zum Ende kommen, werden wir erstmal am Anfang ein paar Punkte verteilen. 4 Waffenpunkte. Also die Waffe, die wir am meisten benutzen, ist die Schrotflinte. 120 Gegner erst getötet. So, erhöht die Größe der Explosion. Entfernt die Aufladezeit. Oh, das ist geil. Verringert Schaden durch eigene Waffen, okay. Und geil, explosive Fässer richten mit dir keinen Schaden mehr an. Das wird die nächste Stufe sein. So, ich bin mal gespannt, was für neue Gegner wir hier in diesem Level treffen und ob ich diese verdammte Kettensäge endlich bekomme. Leute, wenn ich nicht meine Kettensäge bekomme, werde ich sauer. Außerhalb der Basis treten nicht verankerte zwischendimensionale Aktivitäten auf. Für Aufgaben an der Oberfläche wird daher die Arbeit in Teams empfohlen. Oh, geht's wieder nach außen? Oh, geil. Ich will meine Kettensäge. Ich bin garantiert vorbeigelaufen. Die war völlig offensichtlich. Das wette ich. Ah! Ohne Kettensäge bin ich nur ein halber Mensch. Ich höre wieder irgendwas rumstöhnen. Oh, was sind eigentlich die Herausforderungen in diesem Level? Interagiere mit einem
Runenprüfungsstein, okay. Beschaffe dir die Automap für die Argent-Einrichtung. Führe 2 Tod von oben Glaubi Kills bei Höllenrittern aus. Was? Okay. Wow. Was ist das? Ist das, ist das einer dieser Runenprüfsteine? Runenprüfung. Schalte mit der Kampf 15 Impf aus. Ja, Impf. Plus 2 Sekunden pro Kill. Okay. Dann starten wir mal die Prüfung. Eine Höllenprüfung. Da bin ich mal gespannt. Im Vakuum. Schalte mit der Kampfschrotflinte 15 Imps aus. Meine Güte, das ist doch kein so schweres Wort. So, für jeden, den wir töten, kriegen wir plus 2 Sekunden. Für jeden Clovy-Kill kriegen wir 4 Sekunden. Aber ein Clovy-Kill zählt das schon als Kill? Auch wenn wir dann im Nahkampf töten? Na, werden wir ja sehen. Prüfung starten. Ja, tatsächlich. Ah, Tod von oben. Erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst. Sehr schön. Schließ Missionsherausforderungen ab, um dir Waffenpunkte zu verdienen. Ja, schön. So, damit haben wir ja eigentlich schon eine Herausforderung gerade abgeschlossen, oder? Aber das finde ich geil. Das ist eine geile Idee. Nur wirklich die Ladezeiten, die sind echt schlimm. Hast du 10 Sekunden Spaß und schon musst du den Rest der Zeit dafür büßen. Ich bin in diesem Let's Play echt fit, oder? So, 94%. Ein Geschenk aus dem Jenseits. Verdiene dir eine Rune. Halte die Augen nach den Spielzeugen der USA Marine-Typ offen. Okay. Meinen die jetzt damit die Waffen, oder? Oh ja, geil. Ja, gut. Im Reiter Runen kannst du deine verfügbaren Runen ansehen und ausrüsten. Okay. Platz 1. Ansauger. Verbesserungsherausforderung. Wow, geil. Also, das hat einen richtigen Wiederspielwert, muss ich sagen. Ach, endlich! Okay. Das gefällt mir überhaupt nicht. Alles so ein bisschen angenagt und faulig. Wie nach der Waschauer. Es sieht aus, als ob hier später ein Kampf stattfinden würde. Ja, ein typischer Freitagmorgen halt. Ist heute Freitag? Nein, heute ist Donnerstag. Nicht Freitag, Donnerstag. Das ist ein Raketenwerfer, ehrlich? Raketenwerfer. Warum nicht? Ich will aber meine Kettensäge haben. Das möchte ich nur mal so am Rand erwähnen. Wow, das Ding hat ja echt Wumms.
Das war ja so klar. Noch einer. Er sieht nicht so aus. Komm schon, ich will einen Höllenritter. Ah, endlich. Ah, verdammt. Ah, Mann! Bleib da unten! Führe zwei Todfunde. Gut, okay, ich hab den einen bekommen. Ich hätte wieder geweint, wenn ich nichts bekommen hätte. Au, 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 da geht's ja wieder richtig ab, scheinbar. Auf was werfen die da diese komischen Energiebälle? Diese Höllenenergie. Das ist ein Kraftfeld, ja, sieht so aus. Gib mal her. Lass mal einen, der damit was anfangen kann, was anfangen. Eine der besten Sätze, die ich heute gebracht habe. Ach, wieder so ein Ding. Ja, Moment, Moment. Reißen wir das erstmal raus. So, Leute, jetzt könnt ihr kommen. Oh yeah. Ich mag die ja wirklich richtig gerne. Danke für deine Hilfe, aber ich erledige deine Kumpels schon noch alleine. Ach ja, Zahnarzt, mein Traumberuf. So, nachdem ich so über allen Dingen stehe, würde ich sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso einen Spaß wie ich. Ach, Splatter. Das Leben ist so viel besser mit Splatter. Und mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich von euch. Bis dann. Bis morgen. Ciao.